Ich bin Meral Esen. Als Ärztin und Wissenschaftlerin forsche ich seit vielen Jahren an Impfungen gegen Infektionskrankheiten. Seit 2020 bin ich aktiv bei der CLORA, der German Alliance for Global Health Research, ein innovatives Netzwerk zur Erforschung von globaler Gesundheit. Dort sind viele tolle und interessante Forschende versammelt. Ihr gemeinsamer Fokus? Globale Gesundheit. Einige von Ihnen möchte ich Ihnen nun vorstellen. Freuen Sie sich mit mir auf spannende Gespräche mit interessanten Leuten und darauf herauszufinden, wie man die Weltgesundheit verbessern kann. Willkommen bei Meral Meets. Ich freue mich heute, Professor Dr. Walter Bruchhausen begrüßen zu dürfen. Er ist Inhaber der Stiftungsprofessur für globale Gesundheit am Institut für Hygiene und Public Health des Universitätsklinikums Bonn. Er hat neben Medizin auch Theologie und Philosophie studiert. Zusammen mit Eva Refus und mir ist er Co-Speaker der German Alliance for Global Health Research und Leiter und Mitbegründer der CLORA Global Health Akademie. Er war international unter anderem in zahlreichen afrikanischen Ländern und Indonesien tätig, wie auch als Landarzt in der Eifel. Seit 2010 lehrt er Global Health an verschiedenen Universitäten und ist Koordinator des internationalen Masterstudiengangs in Bonn. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ja, ich mich auch. Walter, wie definierst du Global Health und was bedeutet Global Health für dich? Ja, ich folge da eigentlich der akademischen Definition von Global Health, wie wir sie auch im CLORA zugrunde legen, die nämlich diesen normativen, diesen moralischen oder menschenrechtlichen Kern hat, dass es um Gesundheit für alle geht, dass es um die Erzielung von Health Equity geht in dieser internationalen Zusammenarbeit. Das unterscheidet sich halt etwas von den politischen Ansätzen, die manchmal stärker das aufgeklärte nationale Eigeninteresse im Sinne von Schutz vor Pandemien oder Bioterrorismus in den Vordergrund stellen oder auch die Wirtschaftsinteressen von Gesundheitsstandorten. Ich denke, die akademische Zusammenarbeit kann hier wirklich etwas uneigennütziger agieren. Ja, du bist ja auch Professor für Global Health mit dem Schwerpunkt Social and Cultural Aspects. Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Ja, wir beobachten ja nun schon seit vielen Jahrzehnten, dass von der diagnostischen und therapeutischen Seite her viele Möglichkeiten zur Behandlung der häufigsten Krankheiten in der Welt vorhanden sind. Dass es aber dann eben an den soziokulturellen Rahmenbedingungen liegt, dass diese Möglichkeiten dann halt nicht allen Menschen zur Verfügung stehen. Das sind eben Barrieren auf der gesellschaftlichen, auf der ökonomischen Ebene, eben auch vom Verständnis her. Und ja, mit solchen Fragen vor allem, also der Organisation, dann auch von Gesundheitsversorgung, beschäftige ich mich auf dieser Professur und auch die Sektion, die dazugehört. Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel für ein Projekt, für ein besonders erfolgreiches Projekt zum Beispiel aus deiner Praxis nennen? Ja, also für mich persönlich beginnt so die wirkliche Global Health Forschung in dem Sinne von interdisziplinär mit internationalen Partnern jetzt wirklich erst mit diesen neuen Fördermöglichkeiten. Also vorher waren es doch eher so eigene Projekte. Ja, in der Sektion etwa haben wir Projekte zur Palliativversorgung in Tansania, zum Zugang zur onkologischer Therapie, zur Organisation der Neugeborenen. Versorgung in afrikanischen Ländern. Also all diese Fragen, die teilweise eben der Versorgungsforschung auch oder der Zugangsforschung zugeordnet werden, die halt jetzt über die Entwicklung von neuen Medikamenten oder Diagnostika hinausgehen. Ja, sehr interessant. Ich meine, Palliativforschung ist ja also gerade in afrikanischen Ländern nicht gang und gäbe. Und das ist natürlich wunderbar, wenn man sowas etablieren kann in bestimmten Ländern. Hast du denn auch ein Herzensprojekt, also zum Beispiel Projekte, die jetzt nicht besonders erfolgsorientiert sind, wo man sagt, okay, das sind so ja, kleinere Projekte, die du einfach noch so nebenbei machst? Ja, also mein ursprünglicher Ansatz war ja tatsächlich gewesen, über die Medizinethik zu einer Verbesserung der Gesundheitsversorgung in Afrika beizutragen. Das ist nun nicht ganz so einfach, weil man eben die Rahmenbedingungen nicht vernachlässigen darf. Aber eben Dialogprojekte, die hier verschiedene Träger des Gesundheitswesens, in meinem Fall durchaus auch häufiger kirchliche, halt einbinden, um die Motivation des Personals auf verschiedene Wegen zu stärken, halt bessere Gesundheitsversorgung zu liefern. Das sind die Projekte, die eigentlich mir so
persönlich auch besonders wichtig sind. Wir sind ja auch beide sehr in der Forschung tätig. Gibt es denn auch Probleme, die deiner Meinung nach nicht mit Forschung gelöst werden können im Bereich Global Health? Ja, ich denke, das Grundproblem ist, dass da, wo der politische Wille fehlt, sowohl von nationalen Regierungen als auch auf internationaler Ebene, und da, wo eben es auch keine Bereitschaft gibt, die nötigen Investitionen, und das sind ja manchmal gar nicht besonders hohe pro Kopf, zu tätigen, um Gesundheit zu verbessern, da können wir auch mit noch so viel Forschung eigentlich nichts erreichen. Das heißt, was wir von der Forschung her machen können, ist eben Wege aufzuzeigen, wie sich Gesundheitsversorgung verbessern wird, aber in der Implementierung dann, in der Durchsetzung, da sind wir eben auf Partner außerhalb der Wissenschaft und der Forschung eben sehr stark angewiesen. Ja, das sehe ich genauso. Und deshalb ist ja auch, das ist ja so zumindest in Deutschland ein relativ neues Fach, eigentlich die Implementierungsforschung. Und deshalb sehe ich auch, dass es sehr wichtig ist, weil ich glaube, selbst da muss man auch ein bisschen forschen, weil das ja von Land zu Land sehr unterschiedlich sein kann, wie man Dinge etablieren und implementieren kann. Du koordinierst auch noch den Masterstudiengang Global Health in Bonn, der heißt Risk Management und Hygiene Policies. Was kann ich mir jetzt darunter vorstellen und welche Studierende nehmen dieses Angebot häufig wahr? Ja, es handelt sich da also um einen zweijährigen, hoffentlich in Zukunft vielleicht einjährigen, postgraduierten Weiterbildungsmaster. Das heißt, die Studierenden müssen berufserfahren sein, in unserem Fall mindestens 2 Jahre in einschlägigen Bereichen gearbeitet haben. In diesem Jahrgang haben wir jetzt tatsächlich keinen einzigen Teilnehmenden aus Deutschland, in anderen Jahren vielleicht schon mal 1 bis 2. Das heißt, der überwiegende Teil der Studierenden kommt aus Low-Income-Countries, ein Teil aus Middle-Income-Countries und so die hauptsächlichen Regionen, aus denen die Studierenden kommen, ist tatsächlich am Anfang ganz stark Äthiopien, dann Westafrika, Ostafrika und aus asiatischen und lateinamerikanischen Ländern eher nur vereinzelt. Du hast gesagt, einschlägige Gebiete, wo Sie vorher gearbeitet haben. Also könnte jetzt zum Beispiel jemand, der Wirtschaft studiert hat, nicht daran teilnehmen oder geht das auch? Also wenn die Berufserfahrung etwa im Gesundheitsministerium des Landes war und also Erfahrung in der Organisation von Gesundheitswesen vorliegt, dann wäre auch solch eine Person durchaus sehr willkommen. Aber die häufigsten Berufe sind tatsächlich eben die akademisierte Krankenpflege, Public Health, Ärztinnen, Ärzte, was die Voraussetzungen halt so für den Studiengang zur Erfüllung der akademischen Voraussetzungen halt angeht. Und ist dieser Studiengang im Moment online organisiert oder face-to-face? Ja, wir hatten natürlich Schwierigkeiten, den neuen Jahrgang im Oktober halt in Präsenz starten zu können, sodass wir mit verschiedenen Formaten gearbeitet haben. Aber seit Anfang des Jahres sind jetzt tatsächlich alle Teilnehmenden im Land, sodass wir jetzt schon die ersten Präsenzveranstaltungen wieder haben durchführen können. Was tatsächlich vor allem für die mündlichen Prüfungen doch auch und für die Gruppenarbeit sehr entscheidend ist. Ja, sehr schön. Bei der German Alliance for Global Health Research bist du ja auch verantwortlich für die Global Health Akademie. Was ist die Global Health Akademie? Ja, die Global Health Academy ist eine von Anfang an bei GLORA vorgesehene Unteraktivität, die die Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses übernommen hat. Es geht also darum, eben Ausbildungsangebote für die Forschung im Bereich Global Health zu identifizieren, neue, wo sie fehlen, zu etablieren, zu koordinieren, um auf diese Weise eben wirklich eine neue Generation von Forschenden heranzubilden, die tatsächlich das, worum es in Global Health geht, also diese Anliegen, die Interdisziplinarität, also auch die Fähigkeit eben, einmal in ganz fremde Fachbereiche hineinzuschauen und damit zu arbeiten, dass die halt sehr frühzeitig entwickeln und das nötige Handwerkszeug dafür mit auf den Weg bekommt. Also auch mit beteiligt an der Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlern und Schafflerinnen. Das ist die zentrale Aufgabe sogar der Akademie und wir wollen es ja zunehmend jetzt auch nicht nur auf den deutschen Mitgliederkreis von GLORA beschränken, sondern tatsächlich eben auch weltweit öffnen. Die Veranstaltungen finden ohnehin auf Englisch statt und es soll dann eben auch mit in Form eines Training-Zertifikats dann eben auch eine vorzeigbare Anerkennung für regelmäßige und engagierte Teilnahme geben.
Ja, also da würde mich jetzt dann zum Beispiel auch interessieren, was war denn für dich ein besonders wertvoller Ratschlag früher für deine Karriere und was würdest du jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen heute raten? Ja, also ich bin wirklich meinen akademischen Lehrern in den ganz verschiedenen Gebieten, die ich so absolviert habe, doch sehr dankbar, dass sie mich ermutigt haben, wirklich das zu tun, was ich für wichtig halte und wofür ich irgendwo auch brenne, statt mich also zu sehr jetzt nach akademischen Karrieremöglichkeiten zu verbiegen. Und ich glaube wirklich, das ist die Voraussetzung von guter Forschung, dass man also einen gehörigen Eigenanteil an Motivation mitbringt. Und das möchte ich eigentlich auch den jungen und Forschenden wirklich vermitteln. Also das ist natürlich dann in Global Health sicher kein Karriereweg wie jeder andere. Er ist häufig internationaler, er ist häufig mit Arbeit in ja, viel herausfordernderen Umgebungen, in verschiedener Weise klimatisch, was die Lebensbedingungen angeht, sprachlich und so weiter, mit verbunden. Aber es lohnt sich wirklich, ja, weil es eben ja, vielleicht tatsächlich um eines der größten Menschheitsziele geht, nämlich die Weltbevölkerung gesund zu erhalten oder zu bekommen. Ja, man sieht es ja auch an deinem Lebenslauf. Du hast ja früher mehrere Projekte zum Thema Spiritualität, Religion und Gesundheit durchgeführt. Ist es möglich, Spiritualität und Naturwissenschaften zu vereinen oder schlagen bei dir so wie bei Faust zwei Seelen in einer Brust, die sich schwer vereinen lassen? Also ich habe das große Glück gehabt, ich weiß, dass vielen Menschen ganz anders geht, wirklich in beiden Bereichen immer entsprechend offene Formen kennengelernt zu haben. Also sprich Formen von Glauben, die immer auf eine kritische Rationalität gestützt waren und Formen von Wissenschaft, die sich nicht selbst überschätzt haben, sondern eben ihre Grenzen auch gesehen haben. Und ja, wenn man das halt kann, beides also in dieser Weise zu sehen, dann sehe ich es auch als unbedingt komplementär, also sozusagen an den Grenzen der Wissenschaft dann eben auch menschliche Ressourcen und die können sehr verschiedener Art sein. Also da bieten ja Religionen oder andere Sinnangebote eben auch sehr verschiedene Potenziale. Aber da raus dann tatsächlich eben die Motivation für ja ein entsprechend anspruchsvolles Arbeiten im Wissenschaftsbereich eben zu gewinnen. Ja, finde ich auch. Ja, das finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt. Du hast ja neben der Medizin noch weitere Fächer studiert. Und wenn du jetzt zwei Leben hättest, was wäre dann deine andere Karriere? Oder würdest du genau das Gleiche wieder machen? Ja, also ich habe so in der späten Schulzeit, obwohl mir von meinen intellektuellen Interessen her die Geistwissenschaften mehr liegen, schon ein bisschen das Problem damit gehabt, dass die häufig so wenig relevant für die wirklich brennenden Fragen der Gegenwart sind. Ja, man könnte vielleicht sagen, also die Wissenschaft, die Naturwissenschaft, die ist anfällig für Missbrauch. Denken wir an so etwas wie Rassismus, wie Eugenik, wie ja, die extremen Formen von Vergasung, von Atombomben, während die Geistwissenschaften vielleicht so etwas verführbar sind, nämlich sich abzuschotten vom Rest der Welt, da in ihren eigenen Diskursen zu verharren, ohne sich wirklich den drängenden Gegenwartsfragen immer zu stellen. Und deshalb finde ich eigentlich die Verbindung von beiden, also die Schnittstelle, wo sich das beides überlappt, so den richtigen Ort, ja, also der für mich die Herausforderung darstellt. Von daher würde ich also vielleicht eine andere Fächerkombination im Zugang nochmal wählen, aber auf jeden Fall ja eigentlich so interdisziplinär auch in einem anderen Leben arbeiten wollen. Gab es da auch oder gibt es Personen, die dich da besonders inspiriert haben? Ja, ganz eindeutig. Also so für das ärztliche Engagement in Afrika sicher vor allem Albert Schweitzer, der also trotz aller berechtigten Kritik an einigen seiner zeitbedingten Einstellungen und sicher auch etwas eigenartigen Praktiken, da doch eine Person war, die sich wirklich dem zeitgenössischen Kolonialismus auch entgegenstellte und entzog und eben auch gegenüber der manchmal doch etwas engführenden christlichen Mission dieser Zeit wirklich eine große Offenheit für eine weltkirchliche Vielfalt entwickelt hat. Ja, und bei den heutigen lebenden Personen im Bereich Global Health ist es ganz sicher der Harvard-Professor, Arzt und Medical Anthropologist Paul Farmer, der ja also aus einer auch befreiungstheologischen Grundmotivation heraus sich einfach in vielen, vielen Programmen nicht damit abgefunden hat,
dass ein großer Teil der Menschheit einfach von den bestmöglichen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschlossen ist. Und ja, das sind also für mich sicher zwei Menschen, die mich da inspirieren, weil sie auch beide Intellektualität, Wissenschaft eben mit diesem Engagement verbinden oder verbunden haben. Ja, das finde ich jetzt ja ziemlich spannend und toll, irgendwie die Überschneidung auch bei uns wieder. Ich arbeite ja zeitweise auch in Gabun, in Lambarene, im Albert-Schweitzer Krankenhaus oder zumindest in unserer Forschungseinrichtung in Zermel, die sich eben auch auf diesem Albert-Schweitzer Haus Hospital Campus befindet. Also das finde ich jetzt wieder ganz spannend, dass da immer mal wieder so aus Überschneidungen kommen. Ja, also für mich gehört, also Ernährung, Kochen und Essen zu meinen Lieblingsthemen. So, wenn du jetzt dich durch Zeit und Raum bewegen könntest, mit welcher Persönlichkeit würdest du gerne zusammen essen? Und was und warum? Ja, also ich bin da vielleicht etwas wenig einfallsreich, aber so ein Abendessen mit Albert Schweitzer könnte ich mir tatsächlich als das Interessanteste vorstellen. Das wäre dann vielleicht kulinarisch eben etwas einfacher. Das afrikanische Essen ist ja jetzt noch nicht so verfeinert wie französische oder chinesische Küche, aber eben, wenn es regionale Produkte sind, durchaus so auch das wesentlich konzentriert, auch sehr schmackhaft. Ja, und was für mich dann natürlich dazugehören würde, wären einfach Tischgespräche über etwas, was mich wirklich interessiert und dann vielleicht eben auch noch das Klavierkonzert, was er ja dann nach den Abendmahlzeiten häufig aus seinem Pedalklavier halt angehangen hat. Weil du jetzt die afrikanische Küche auch angesprochen hast, du warst ja weltweit viel unterwegs, hast viele Länder gesehen. Wo hast du dich bisher besonders wohl gefühlt und wo würdest du vielleicht auch gerne nochmal hin oder vielleicht sogar leben wollen? Oh, das ist schwierig, weil es wirklich in allen Weltregionen Vor- und Nachteile gibt. Also ich schätze natürlich an Deutschland sehr stark schon die Sicherheit und auch die, ja, leider im Moment manchmal etwas brüchige Effizienz der Organisation des Alltagslebens. Aber so die größere Gelassenheit auch im Umgang mit Störungen, die habe ich doch in verschiedenen afrikanischen Ländern sehr, sehr schätzen gelernt. Und ja, im Hinblick auf das, was man eben tun kann, früher halt vor allem ärztlich, heute im Bereich von Forschung, Lehre, reizen mich eigentlich auch weiterhin afrikanische Länder. Also für den Freizeitbereich würde es dann sicher etwas anders aussehen. Also da finde ich einfach Gebirge gerne auch mit Schnee und allem reizvoll. Aber so vom Arbeiten her wären es doch afrikanische Länder. Ja, Walter, was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Ja, ich würde mir natürlich schon wünschen, dass das, was an vielen großartigen Möglichkeiten aus der Medizin, der medizinischen Forschung, verwandten Gebieten so in den letzten Jahren, Jahrzehnten an Möglichkeiten zur Verbesserung von Gesundheit entstanden ist, wirklich weltweit allen zugutekommt. Wenn wir bedenken, dass wir jetzt über 200, das heißt wir, die USA, über 200 Milliarden US-Dollar in allein das Raumfahrtsprojekt Space Shuttle gesteckt haben, dann könnte man mit diesem Geld wirklich auf einige Jahre eine Basisgesundheitsversorgung weltweit tatsächlich ermöglichen. Und das sollte doch eigentlich etwas sein, was sozusagen die Menschheit sich als große Herausforderung stellt und annimmt. Ja, wunderbar. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir sehr herzlich, Walter, und ich habe mich sehr gefreut, dass du heute hier warst. Ja, ich war auch wirklich gerne zu Gast bei dir. Tschüss. Tschüss.